Meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch zum 4. Advent mal wieder ein paar Jahreshighlights von mir vor. Und ja, es ist auch das letzte Highlight-Video in diesem Jahr. Es wird natürlich noch einen Jahresrückblick geben mit Statistiken und den Flops und es wird auch ein Hörbuchrückblick geben. Aber heute am 4. Advent kommen die letzten drei Highlights des Jahres. Und ja, es ist nicht ganz einfach dieses Bücherjahr gewesen, aber heute freuen wir uns über die Highlights. Heute zünden wir das vierte Kerzchen an, die vierte Kerze an, nicht das Türchen, das war jetzt gerade so gedanklich hier drin, sondern die vierte Kerze an, genießen das Licht, trinken einen wunderbaren Tee oder Kaffee, essen ein wenig Stollen, ein paar Plätzchen und ja, ihr findet alle Bücher unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei, vielleicht auch zu den Bücherwochen, in denen ich ein bisschen ausführlicher über die Bücher gesprochen habe. Und ja, hier sind sie jetzt, die letzten drei Highlights, die so ein bisschen das Motto hatten, ganz besonders, die nicht so richtig in die anderen Kategorien gepasst haben, beziehungsweise eins der Bücher hätte vielleicht, nein, eigentlich, ja, das andere hätte vielleicht noch so die Sachbücher gepasst, aber ja, ich hatte mir ja den vierten Advent so ein bisschen aufgehoben für die restlichen ja, Highlights des Jahres, die irgendwie noch so ab Mitte November bis Dezember kommen. Aber lange Rede, kurzer, wir beginnen. Ja, ihr habt ihn schon vermisst, T.J. Klunes, Das unglaubliche Leben des Wallace Price. Natürlich ein Highlight in diesem Jahr. So wie Mr. Parnassus im Vorjahr hat mich auch ja, die Geschichte rund um Wallace Price sehr gepackt. Ich liebe den Schreibstil von T.J. Klune. Und ja, ein wunderbares Cover, wenn man hier diesen Sticker, und das ist tatsächlich so meine Kritik an diesem Buch, warum man hier einen Aufdruck hat und keinen Sticker. Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Einige Markierungen sind enthalten und es ist wirklich eine berührende, emotionale, wunderschöne Geschichte, die zwar das Thema Tod irgendwie im Vordergrund hat, aber nicht so, dass man depressiv am Boden zerstört ist und durchgängig am Weinen ist, sondern die eben auch so diesen Funken Hoffnung hat, wie es denn nach dem Tod weitergehen könnte. Ist natürlich immer so eine Frage. Ja, wir treffen auf Wallace Price. Der ist ein totaler Workaholic. Er lebt für die Arbeit und er hasst Tee, er liebt Kaffee und ist wirklich so ein Junkie, was die Arbeit angeht, was Kaffee angeht. Er ist kein freundlicher Mensch. Er kündigt auch gerade irgendwie eine Mitarbeiterin, weil halt einfach es ist so. Und ja, er hat dann irgendwie einen Anfall und wacht irgendwie wieder auf und denkt sich, huch, wo bin ich denn hier? Und ist dann irgendwie auf dem Weg zu seiner eigenen Beerdigung. Und das ist natürlich schon sehr makaber und man muss sich natürlich schon fragen, wie geht man jetzt damit um? Wie würde man auch selbst vielleicht dann da irgendwie reagieren? Und ja, es ist seine Ex-Frau irgendwie hier mit dabei und sein Anwalt und ja, so richtig, ja, vermissen wird ihn wohl niemand. Er hat kein sehr angenehmes Leben geführt, beziehungsweise eben hinterlässt er auch keinen guten Eindruck bei all den Menschen. Nach einer kleinen Reise sozusagen findet er sich im Teeladen bei Hugo wieder. Das ist der Fährmann Richtung Jenseits, was auch immer das bedeutet. Und hier soll er im Grunde darauf vorbereitet werden. Er kann sich hier nochmal ausruhen, das Leben Revue passieren lassen. Er kann hier in den Austausch treten und das macht er auch in diesem Teeladen. Er trifft dort auf sehr besondere Menschen, die diese Geschichte auch wirklich einfach herzerwärmend machen, auf Hugos Großvater, auf einen ganz wunderbaren Hund, auf Menschen, die in den Teeladen kommen, weil sie jemanden suchen, weil sie jemanden verloren haben, weil sie einfach so da sind. Also es sind nicht nur Verstorbene da und es ist einfach ein Rückblick, den Wallace ziehen kann auf sein Leben. Und ich finde tatsächlich den Titel ein bisschen irritierend, denn es geht nicht um das unglaubliche Leben von Wallace Price, sondern ja eigentlich um das Nachleben, was dann irgendwie unglaublich wird, weil es uns im Grunde erzählt wird und man sich natürlich die Frage stellt, wie könnte es wirklich sein? Und es gibt hier wunderbarste Gespräche, Gedankengänge, es gibt Beziehungen, die herzerwärmend sind, die mich einfach berührt haben, die mich zum Schmunzeln gebracht haben, zum Lachen, aber auch zum Weinen. Und natürlich ist das Thema Tod hier sehr nah, aber mich hat das überhaupt nicht als Tod sozusagen betroffen, sondern es ging eben immer um das Leben und was es ausmacht, was es besonders macht, was einen einzigartig macht, was das Leben für einen lebenswert macht und dass man eben im Moment leben müsste, um eben wirklich das Leben in vollen Momenten zu genießen. Und es war einfach wunderbar. Also ich habe, ja, also ich fand schon Mr. Parnassus ganz, ganz wunderbar. Ich mag den Sprachstil
von T.J. Klune, der so einen Hauch ins Poetische an mancher Stelle geht, aber trotzdem modern ist und auch so das Leben von jetzt und heute irgendwie einfängt und trotzdem ist so einen Hauch Nostalgie hat. Ich finde es ganz, ganz besonders. Und ich habe ja auch einige Markierungen vorgenommen. Es ging sehr viel um Tee trinken und ich bin ja ein großer, hier fallen die Bücher um, bin ja ein großer Fan vom Tee und trinke gefühlt ja auch fast nur Tee. Ja, ach hier, sehr schön. Beim ersten gemeinsamen Tee bist du ein Fremder. Beim zweiten gemeinsamen Tee bist du ein geehrter Gast. Beim dritten gemeinsamen Tee gehörst du zur Familie. Und ja, ich glaube, so ist es tatsächlich sehr, sehr häufig. Und ach ja, es sind sehr viele. Ach ja, ich bin da direkt wieder drin. Für mich sind die Bücher von T.J. Klune definitiv auch Reread-Kandidaten. Und hier ging es so schön ums Träumen und ums Unterbewusstsein. Ich bin ja auch ein großer Träumer nachts. Also ich kann mich auch morgens oder auch mitten in der Nacht sehr an meine Träume erinnern. Und es heißt hier so schön, jedem, dem wir im Traum begegnen, sind wir irgendwo schon einmal begegnet und sei es nur flüchtig. Wenn wir wach sind, ist alles klar, weil wir es mit eigenen Augen direkt vor uns sehen. Oder wir hören es mit den Ohren, riechen es mit unserer Nase. Wenn du tot bist, ist das anders. Du musst wieder ganz von vorne anfangen. Du musst lernen, dich selbst auszutricksen, das Unerwartete zu erwarten und siehe, schon hast du es getan. Das ist ein guter Anfang. Ach, ich fand das so schön, wie wir hier alle. Ja, Rückschau ist ein mächtiges Werkzeug. Wir erkennen nicht immer, was wir direkt vor Augen haben, geschweige denn, dass wir es zu schätzen wüssten. Erst wenn wir zurückblicken, sehen wir, was wir schon immer hätten wissen sollen. Ja, es ist schön. Erinnert mich, also dieses Zitat hat mich sehr an den Song von Meat Love erinnert, wo es auch um die Erinnerungen im Rückspiegel irgendwie geht. Oder das, ja, also wunderschön. Und natürlich wird das Leben ja irgendwie rückwärts gelebt, aber vorwärts. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das mit den Erinnerungen? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. ja, so ist es mit Zitaten, wenn sie einmal fallen. Ein wunderbares Buch, absolute Leseempfehlung. Ich finde immer, dass die Bücher von T.J. Klune eigentlich alle lesen sollten, müssten, weil sie so viel fürs Leben auch mitgeben, ohne oberlehrerhaft oder mit erhobenen Daumen oder irgendwie zu sein. Also großes, großes, großes Bücherkino. Und ich freue mich schon auf das Buch von T.J. Klune, das ich glaube im Mai oder Juni, April irgendwie erscheint. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, dann das Buch, was wahrscheinlich auch gut zum Thema Sachbuch gepasst hat. Der Bildband von Robert Mark Lehmann von Mission Erde, für mich auch ein absolutes Highlight in diesem Jahr. Nicht nur, dass ich Teil dieser tollen Community bin, nicht nur, dass ich hier wunderbarste Denkansätze von Robert Mark Lehmann bekommen, neue Impulse, andere Gedanken, auch mich viel mehr traue, zum Beispiel über vegetarisch, vegan, Pelz, Daunen, keine Ahnung, zu sprechen. Ganz aktuell war ja auch das Thema Hai auf jeden Fall ein großes Thema auf seinem Kanal. Ich bin ein großer Fan, wie viel Leidenschaft Robert Mark Lehmann an den Tag legt, ja, wie er das trotzdem sympathisch macht. Ich glaube schon im sehr Schwarz-Weiß-Denken. Ich bin aber schon der Meinung, dass Tierschutz einfach sehr Schwarz-Weiß ist. Denn es gibt eben nur Leid oder Freude. Es gibt kein glückliches Leben, wenn man am Ende stirbt, damit jemand ein Steak auf dem Tisch hat. Das ist einfach Tatsache. Das ist so. Da kann das Leben der Kuh am Ende noch so glücklich gewesen sein, es muss dann am Ende doch sterben oder es ist auch nur auf der Welt, damit jemand was zu essen hat. Und wahrscheinlich denke ich jetzt auch sehr schwarz-weiß. Ist auch vollkommen in Ordnung. Da kann auch jeder machen, wie er das möchte. Ich möchte hier auch keinen bekehren oder ähnlichem, aber es ist hier so viel Leidenschaft bei Robert Mark Lehmann spürbar, nicht nur was den Tierschutz angeht, sondern auch den Umweltschutz. Und sein Motto ist ja auch immer, dass diese Erde eben schützenswert ist und dass wir das einfach tun müssen. Es sind hier wahnsinnig tolle Bilder enthalten. Es gibt zu den verschiedensten Tieren Informationen zu ihren Arten, zu ihrem Stand. Ach ja, die Geschichten der Orang-Utans. Ich bin da immer wieder. Ach, das ist wirklich was, was mich auch immer zu Tränen rührt. Ach, würde ich super gerne mal in echt sehen. Also ich bin ein großer, großer Fan seiner Art des Fotografierens, welche Momente er wahrnimmt, welche Momente er auf Bild einfängt. Es sind nicht immer die perfekten Momente, aber gerade das, finde ich, macht es dann oft so perfekt, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Es sind hier natürlich auch Bilder drin, ja, ach ja, einer, ja, der großen. Es sind hier natürlich auch Bilder drin, weil es ja auch um seine Expeditionen geht, wo man dann eben sieht, wie es auf Fischmärkten aussieht, auf Haimärkten, wie es Vogelmärkte in China gibt und so weiter. Also wie
ja, und es ist, ja, es ist auch manchmal sehr schwer. Es ist sehr emotional, gerade wenn man, wenn einem das Thema selbst sehr berührt. Und ja, mit diesem zweiten Buch retten wir im Grunde auch ein bisschen die Welt, denn jeder Kauf also finanziert auch einen Quadratmeter bestehenden Urwalds, diesmal in Kanada. Und wir haben auch hier es klimaneutral bedruckt und ja auch irgendwie auf Apfelpapier. Genau. Das fand ich richtig, richtig cool, denn das sind Apfelreste aus der apfelverarbeitenden Industrie und ich finde das großartig. Also ich liebe Bildbände, einer meiner liebsten Bildbände geht um die Wüsten und den gucke ich mir auch immer mal wieder an und auch hier habe ich schon einige Male geblättert und für knapp, ich glaube 40 Euro ist das wirklich höchste Qualität. Also ich würde fast sagen, locker 20, 30 Euro mehr ist dieser Bildband eigentlich wert. Aber auch wenn ich noch dran denke, welche Angst Robert Mangelmann in seinem Stream hatte, als er das angekündigt hat, dass das kein Mensch kauft. Und ich glaube, innerhalb von einer Woche war die erste Auflage weg. Und ach, ich, ja, also ich finde es toll, wie er sich für die Tiere einsetzt, für die Umwelt einsetzt, Geisternetze und so weiter. Und ich finde jemand, der irgendwie versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen, ja, das muss einfach unterstützt werden. Und für mich, seine Community, seine Leidenschaft, alles drumherum, sein Filmteam, alle, die da irgendwie beteiligt sind, wirklich ein Highlight. Und ich glaube, auch mein besonderes Highlight in diesem Jahr war der Haibock-Angriff. Ich hatte in der Bücherwoche auch schon mal drüber gesprochen, als wir hier im Grunde Seven vs. Wild in seiner Reaction angeguckt haben und irgendjemand in den Stream schreibt, bei 35.000 Zuschauern, wenn jetzt jeder 2 Euro gibt, haben wir 70.000 für Haie und innerhalb von 1,5 Stunden. Ja, waren die irgendwie da und es war wirklich Wahnsinn, was da im Chat abgegangen ist und dieser kleine Funke und dass das dann über 100.000 gegeben hat. Und es gab dann auch ein Interview von YouTube, weil er, glaube ich, der viertgrößte YouTuber Deutschland irgendwie ist oder Creator deutschlandweit ist. Und da hat er das auch nochmal so ein bisschen erzählt und es gab wohl in Deutschland auch sowas noch nie. Also es war auch kein Spendenaufruf oder Ähnlichem, sondern einfach die Community legt los und ja, wenn jeder 5 Euro gibt, na, oder nur 2. Also das jeder ja in seinem Rahmen, aber ja, ein Highlight, nicht nur das Buch, wie ihr merkt, sondern wirklich auch alles, was Robert Mangelmann tut. Ich unterstütze das sehr gerne, sehr regelmäßig und ja, bin einfach froh, Teil dieser Community zu sein. Ha, so, jetzt kommen wir noch etwas zu etwas Besinnlichem in diesem Jahr. Die Katze, die von Büchern träumte, von Suzuki Natsukawa. Ein Buch, ja, auch hier sehr viele Highlights für mich enthalten. Wir sind in Japan unterwegs. Das ist ja auch ein Land, und wo ich sehr gerne mit dem Buch unterwegs bin. Also ich lese ja sehr gerne japanische Literatur, hatte in diesem Jahr auch durchaus das ein oder andere Buch. Vielleicht sollte ich das mal noch rückblickend so ein bisschen in die Statistik einbauen. Wäre vielleicht auch gar nicht uninteressant. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, ob man vielleicht sowas mal so ein bisschen nach Ländern, wobei sonst ist das wahrscheinlich eher schon wie Deutschland, USA, England vielleicht, mischt sich das recht groß, ich weiß gerade gar nicht, aber egal, soll es ja weiter auch gar nicht gehen. Ja, wir sind in Japan unterwegs und treffen auf Rintaro, dessen Eltern recht früh gestorben sind, er dann bei seinem Großvater aufgewachsen ist, der ein Antiquariat hat und sich dort eben Bücher finden, die man sonst nirgends mehr findet und die eben auch dort eben auch ein schönes zweites Leben sozusagen haben. Und ja, als aber dann eines Tages überraschend sein Großvater stirbt, steht Rintaro so ein bisschen sprachlos bei der Beerdigung, bei der Beisetzung. Es findet sich eine Tante, die jetzt sagt, so, dann kommst du eben mit mir, dann lösen wir das Antiquariat auf. Doch dagegen hat eine Katze etwas, denn es gibt Probleme in der Bücherwelt, die gelöst werden müssen. Und sie nimmt Rintaro auf eine ganz besondere Reise mit und auch, ja, so ein bisschen ist diese Reise wahrscheinlich zu ihm selbst und wie seine Zukunft dann eben aussehen kann. Ich fand den Titel ein bisschen irritierend. Ich glaube, ich habe hinter dem Titel etwas anderes erwartet, als es dann war. Es hat mich aber dann nicht gestört, weil die Geschichte einfach wunderschön war. Also es hat für jeden, der Bücher liebt und Geschichten liebt, da wo jemand drin ist, der Bücher liebt, das ist einfach ein Highlight. Also es ist ein wunderbares Buch. Ich mochte den Schreibstil sehr gerne, auch die Übersetzung. Und ich wollte ja da mehr Wert drauf legen von Sabine Mangold, die wirklich ganz wunderbar den Charme der japanischen Literatur übersetzt hat, mitgenommen hat, eingebracht hat. Ich
Ja, ich fand es einfach nur großartig. Ich bin ein großer Bücherfan, ein großer Buchliebhaber. Ich konnte Rintaro wunderbarst einfühlen, mitfühlen. Ich mochte es, wie wir versucht haben, so die Bücherprobleme zu lösen, auf welche schrulligen Charaktere wir da auch ein bisschen getroffen sind, mit ihren Eigenarten, also eben von einem Sammler, der die Bücher hinter Glas einsperrt, von jemandem, der alle Bücher irgendwie kürzt, damit ja jeder auch alle Klassiker auf einer Seite lesen kann. Und ja, einfach großartig. Also was es so für Geschichten gibt rund um Bücher, rund um Geschichten für Leser. Und Rintaro als Charakter war ein bisschen nüchtern, das haben wir häufiger in der japanischen Literatur, aber das hat mich so nahe auch an ihn rangebracht. Ich kann das gar nicht erklären, wie das funktioniert hat, aber Suzuki Natsukawa hat es geschafft. Ein Name, den man sich definitiv irgendwie merken sollte. Und ich bin so happy, dass dieses Buch in meinem Highlight-Regal steht. Denn das ist auch was, wo man einfach mal so hingreift. Und ich finde auch, das Cover ist wunderschön gestaltet. Auch von der Rückseite wunderschön. Und es sind einige Markierungen. Jetzt gucken wir einfach vielleicht auch noch hier gemeinsam zusammen. Ach ja, hier hatten wir den Sammler, der 57.000 Bücher gelesen hat. Und 57.622 Exemplare. Und dieses Wort ist tatsächlich ausgeschrieben. Das war sehr großartig, die er gelesen hat. Und er macht auch keine Rereads, sondern suchte die Bücher einfach nur weg, damit er eben sagen kann, er hat sie alle irgendwann gelesen. Und ja, das fand ich richtig cool. Also diese Zahl, diese Vorstellung, wo ich denke, oh Gott, wenn ich 100 Bücher im Jahr lese oder darüber, ist das ja so gefühlt eigentlich schon viel oder mehr als der Durchschnitt oder mit wem auch immer man sich misst. Aber wobei, wenn man das natürlich dann auf 20 Jahre oder lasst mich 30 Jahre lesen, wobei, ja, als Kind hat man natürlich noch ein bisschen weniger gelesen als heute. Lesen ist schön und gut, aber wenn du damit fertig bist, ist es an der Zeit, wieder die wirkliche Welt zu betreten. Das hat der Großvater ihm so ein bisschen mitgegeben. Und da musste ich ein bisschen denken, nein, ich finde, das wirkliche Leben kann auch durchaus noch ein bisschen länger warten. In unserer Gesellschaft findet jemand, der 10 Bücher liest, mehr Anerkennung als jemand, der ein Buch 10-mal liest. Richtig? Was zählt, ist schließlich die Tatsache, besonders belesen zu sein. Das ist es doch gerade, was an diesen Menschen so fasziniert. Und da dachte ich, genauso ist es. Genauso ist es, dass das Rereads oftmals nicht zählen, dass Leute die auch gar nicht mit reinzählen in ihre Statistik, in ihr Lesegefühl, dass Leute auch gar keinen Reread machen, weil sie sagen, ich habe noch so viele neue Bücher, die entdeckt werden müssten und damit eigentlich auch Highlights, die sie ja gefeiert haben. Also das ist tatsächlich was, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ich bin ja ein Rereader und von, ja, ich sag mal so eine Handvoll Geschichte durchaus jährlich oder alle 2 Jahre gelesen werden und ja, also das fand ich toll. Lesen ist nicht bloß vergnüglich oder aufregend. Manchmal brüte ich den Kopf in die Hände gestützt über einen Text, widme mich Zeile für Zeile oder lese ein und denselben Satz sorgfältig immer und immer und immer wieder, um ihn zu begreifen. Und am Ende all dieser Mühen öffnet sich auf einmal der Horizont. So wie man nach einer langen, beschwerlichen Bergwanderung am Gipfel das ganze Panorama sieht. Das ist wunderschön. Also das ist so ein Gefühl, wenn man wirklich so ein Buch gelesen hat, das was in einem bewirkt. Ach, einfach ein Traum. Handle nur mit absatzfähigen Büchern. Das ist nämlich das Ziel auch eines. Und da habe ich gedacht, ja, es ist tatsächlich so. Es gibt Autoren, die können den größten Müll schreiben und es wird gekauft und es wird verkauft und es wird noch mehr Werbung dafür gemacht. Und so kleine Schätze wie hier, von denen hört man selten was. Also ein großartiges Buch, das mich wirklich berührt hat und emotional auch mitgenommen hat und zum Nachdenken angeregt hat. Und ach, ich liebe es. Ich muss es wirklich sagen. Es war für mich wirklich eins so der Highlights. Ja, nicht nur des Jahres, auch wirklich so ein Lebenslese-Highlight, das mich wirklich sehr bewegt hat und begeistert hat. Und ja, so viele Bücher waren es ja gefühlt in diesem Jahr auch gar nicht. Wenn ich denke, es waren jetzt 12, 15 Highlights, die gefühlt jetzt in den Kalender waren. Ja, wenn man natürlich so manche Reihe, ich glaube, ich hatte ja von Jack Christoph auch ein und zwei Teile. Aber ja, ihr seht das dann auf jeden Fall in dem Jahresrückblick, wo ich da auf die Zahlen ein bisschen genauer eingehe. Aber ja, das waren jetzt die 3 letzten Highlights des Jahres. Sollte sich irgendwo noch einer einschmuggeln, packe ich ihn am Ende einfach in den Jahresrückblick, wobei der ist ja auch gar nicht mehr so fern. Ja, wir haben ja jetzt irgendwie nur noch 2 Wochen in diesem Jahr. Wenn nicht, dann kommt er eben einfach in den Jahresrückblick fürs nächste Jahr. Dann kann ich ein bisschen schummeln. Ja, die beste Bilanz ist ja sowieso die, die man selbst so ein bisschen ja, verändert hat und ja, ihr versteht, ihr wisst, wie ich das meine.
Meine Lieben, es ist der 4. Advent. In nicht mal einer Woche ist Weihnachten. In 2 Wochen ist schon das neue Jahr. Und es ist schon jetzt sehr schnell gegangen, so für meine Befindlichkeit. Könnt ihr gerne schreiben, wie es euch so geht. Ich finde, der November war sehr schnell irgendwie um, als ich hier anfing mit den ersten Videos. Und jetzt drehe ich hier im Grunde am 3. Advent das Video für den 4. Advent. Denk, wo ist denn jetzt hier? Wo sind die letzten 3, 4 Wochen geblieben? Ja, ist schon ein bisschen verrückt, aber ja, nichtsdestotrotz ist es ja auch ganz schön, wenn die Zeit vergeht, weil es dann natürlich auch Dinge näher kommen, auf die man sich dann auch schon immer mal freut. Weihnachten, Silvester, eine Reise, die ansteht. Und ich wünsche euch nun von Herzen einen wunderbaren 4. Advent, eine wunderschöne letzte Vorweihnachtswoche und dann natürlich auch auf jeden Fall schöne Weihnachten, besinnliche Feiertage. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit dieser anderen Art des Highlights-Videos. Wenn es auch nicht täglich ein Video war, hoffe ich, dass ich euch am Sonntag gut unterhalten konnte. Vielleicht habt ihr euch ja die Videos auch so für jeden Tag irgendwie ein bisschen eingeteilt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie euch das so gefallen hat. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen 4. Advent. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.